Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem weiteren Video von Planet Zoo auf meinem Kanal. Ja, hier sind wir jetzt nochmal bei den Pinselarschweinen. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht sicher, ob ich in der letzten Folge nochmal so eine Komplettaufnahme von dem Gehege gemacht habe. Dementsprechend wiederholen wir das jetzt hier einmal nochmal schnell mit dieser Stalaktitenwand und habe wieder sehr viel Grünzeug mit eingearbeitet. Weil, ja, mir gefallen Felswände irgendwie immer am besten, wenn die ordentlich eingearbeitet oder verarbeitet sind und man dann noch hier so ein bisschen Grünzeug damit drin hat. Dann sieht das schön verwachsen, rustikal aus. Gefällt mir immer sehr gut. Und dann habe ich auch versucht, so ein bisschen Bodendecke reinzumachen. Kann man bei Schweinen jetzt nicht unbedingt viel machen. Die fressen halt alles weg und wir haben eigentlich nur den Schlamm. Da haben wir auch schon unseren ersten Nachwuchs. Ja, um jetzt mal auf diese Folge zu kommen. In der Folge haben wir auf jeden Fall ein Problem. Und zwar sind meine Speicherstände weg, beziehungsweise nein, nicht die Speicherstände. Die Speicherstände sind da. Meine Aufnahmen sind weg. Ich habe an einem Gehege gebaut, an dem Gehege für heute. Und habe mir aber jetzt einen neuen PC angeschafft. Weil der alte, der lief, es ging. Aber der ist schon extrem an seine Grenzen gekommen. Und ja, nichtsdestotrotz, ich habe jetzt halt einen neuen PC. Und ich weiß nicht, was ich mit meiner Aufnahmedatei, meiner Speicherdatei für die Aufnahme gemacht habe. Keine Ahnung, ich finde die nicht mehr. Ist weg. Keine Ahnung. Naja, dementsprechend wollte ich jetzt hier nochmal so einen kleinen Überblick machen. Ich habe mich hier so ein bisschen an die Szenerie gesetzt. Das ist jetzt quasi dieser Schluchtteil, den man von den Pinselarschweinen hochguckt. Und von der anderen Seite habe mich hier schon mal so ein bisschen an die Steinarbeit gemacht und ein bisschen Deko mit Bäumen und so. Um das einfach schon mal fertig zu haben. Den Dom, den habe ich noch nicht gebaut. Ja, für den Dom habe ich im Moment einfach noch nicht die Muße. Der wird irgendwann später kommen. Wie gesagt, der war ja zum Zeitpunkt des Baus schon einfach nur als Platzhalter gedacht, dass da auf jeden Fall ein Tropenhaus hin soll. Oder ein Tropendom oder wie auch immer. Und ja, muss man mal gucken, wann die Muße da ist, um den zu bauen. Ja, hier habe ich wieder so eine Endwand gemacht, die quasi den Abschluss für den Zoo ist. Also hier wird noch ein Gehege vorkommen und dann ist halt, ja, quasi der Zoo da zu Ende. So eine natürliche Barriere quasi, weil mir das ganz gut fällt. Gefällt. Reden kann er auch nicht mehr. Ja, und hier kommen wir jetzt zu dem Teil, den ich angefangen habe zu bauen. Es geht hier um Alpensteinböcke und Makaken. Da habe ich jetzt halt hier auch schon angefangen, das Außengehege der Makaken zu bauen. Und habe den Stall da hinten für beide Tiere genommen. Einmal als Innenbereich für die Makaken und als Innenbereich für die Steinböcke. Und die Steinböcke haben ihr Außengehege halt auf der anderen Seite des Hauses. Ja, jetzt wollte ich in der Folge halt einmal ein bisschen zeigen, was hier so passiert ist. Ich werde jetzt hier einmal rumfliegen, das Außengehege zeigen, die Innengehege zeigen. Ich habe auf der rechten Seite, wo das Flachdach ist, bei dem Hauptgebäude da, auch nochmal so einen kleinen Mitarbeiterbereich da eingerichtet. Ja, das macht mir irgendwie immer mega viel Spaß, dass man sich diesen Innenbereich für die Mitarbeiter auch ein bisschen einrichtet, dass der nicht kahl aussieht. Ich möchte das eigentlich in diesem Zoo so gestalten, dass man wirklich überall reingehen kann, sich alles angucken kann und man immer irgendwas sieht und hoffentlich dann nichts irgendwie lieblos hingeklatscht ist oder so. Oh, das ist eigentlich jetzt so die Anforderung, die ich für mich stelle in dem Projekt. Und dementsprechend versuche ich mich da auch immer dran zu halten. Genau, hier auf der linken Seite haben wir halt den Eingang zu den Makaken. Auf der anderen Seite haben wir halt jetzt hier so eine kleine Erhöhung und Fenster. Ganz hinten die Tür, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt sogar gar nicht sicher. Ich meine, dahinter habe ich ein Handelszentrum. Ja, und hier geht es jetzt halt zu den Steinböcken. Da habe ich auch so einen kleinen Stall.
Habe versucht, da so ein paar kleine Boxen reinzubauen. Hat man jetzt leider gerade nicht so gut gesehen. Und hier sind wir halt im Außengehege der Steinböcke. Habe ich relativ bergig versucht zu halten und ja auch hier diesen Enrichment-Berg da vernünftig einzubauen. Finde eigentlich, dass das ganz gut aussieht. Der sticht leider halt so den echten Felsen so ein bisschen raus. Dafür ist er leider zu künstlich. Ja, aber ich denke, das kann man so lassen. Ist eigentlich sehr in Ordnung. Ja, das Steinbockgehege, das ist leider auch schon fertig. Da werden wir dann jetzt in der Episode nichts machen. Aber wir werden auf jeden Fall das Makakengehege dann in dieser Folge fertigstellen. Und ja, wird leider diesmal dann nicht so viel Content, deswegen habe ich versucht, hier nochmal durch so einen kleinen Rundflug euch alles zu zeigen, was gebaut wurde. Ja, ist jetzt halt so, wie es ist. Hier habe ich mir noch gedacht, dass wir bei den Makaken so ein bisschen mit Elektrozaun arbeiten. Als Idee war dann noch, dass ich hier vielleicht so einen kleinen Transformator hinbaue, ja, der dann halt für die Stromversorgung da ist. Dass wir halt nicht diesen Ingame-Transformator nehmen, sondern halt selber was bauen. Aber wo ich den hinmache, da muss man jetzt erstmal noch gucken. Gut, ich würde sagen, springen wir gleich erstmal ins Speedbuild. Ja, wie man jetzt hier an dem Zaun schon sieht, wollte ich in diesem Gehege jetzt nicht unbedingt mit Holzzäunen arbeiten. Ich meine, das sind Affen, die klettern an Holz hoch. Passt für mich persönlich jetzt nicht so gut. Und ja, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich auf diese Metallzäune zurückgegriffen habe, beziehungsweise Metallgestänge. Und auch jetzt so ein ja, diese Elektrolaschen oder ja, weiß nicht, wie nennt man die denn jetzt überhaupt da? Ne? Ich sage einfach mal Kabel, wo ich dann diese Kabel drüber ziehe. Werde jetzt diese Buchsen aber nicht an alle machen, sondern ja, irgendwie, ich sag mal, den zweiten oder dritten nur, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Das wird dann auch schon nicht mehr aussehen mit den ganzen Details. Und dann werde ich mich jetzt mal an so einem ja, Wellblechzaun oder so probieren. Hatte da auch vorhin mit den anderen Wellblecharten, die man auch als Wand nehmen kann, habe ich mich versucht. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, weil ich weiß nicht, die sind so dick, ne? Also diese Wellblechteile für die Wände, die sind einfach nur mega dick. Das sieht einfach kacke aus. Ja, hier wollte ich dann gerne so ein Fenster drin haben. Hat jetzt alles nicht so toll gepasst. Ja, weil das von der Breite her nicht funktioniert hat. Allerdings musste man sich dann hier so ein bisschen selber behelfen, indem man einfach nur diese Glasscheiben dann selber baut. Ich hätte gerne halt eine über die ganze Ebene gehabt. Hat irgendwie nicht funktioniert, weil die große Scheibe dafür schon zu klein war. Oder ich war jetzt einfach nur ein bisschen zu dämlich. Kann auch sein. Da werde ich mich jetzt mal so ein bisschen zurückhalten. Ja, hier diesen Tonbau habe ich jetzt noch versucht, so ein bisschen in natürlicheren Farben zu halten. Weil mir dieses dieser grelle Farbton dann nicht so gefallen hat. Dementsprechend, ja. Ja, jetzt nicht wundern, dass jetzt hier so viele Schilder hinkommen. Die verschwinden wieder. Das eine da unten reicht. Dann haben wir ja noch das an der Unterführung.
beziehungsweise hier an diesem Torbogen und dann noch das beim Stall. Also drei Stück, die sollten definitiv reichen. Genau, und das sind halt auch jetzt diese Teile, die ich am Anfang erst für den Zaun benutzen wollte. Ja, ich finde die einfach mega dick, die sind mega klobig, um die als Zaun zu verwenden, gerade bei selbstgebauten Zäunen. Kommt nicht gut. Aber für so einen Transformator, dafür kann man das wunderbar nehmen. Also das definitiv. Ich finde, das macht sich auch relativ gut vor den, vor dem Zaun, der jetzt da schon einmal rundrum ist. Das war auch ein bisschen Fuckelei oben mit diesen Litzen. Genau, damit habe ich, also mit diesen Stromlitzen. Das hat mich schon wirklich so ein bisschen wahnsinnig gemacht, muss ich sagen. Da kommt dann auch immer so ein bisschen der innere Monk durch. Man möchte nicht, dass die irgendwie zu stark überlappen, sodass der Besucher, der da langläuft, das auch erkennt. Ja, ist halt manchmal einfach so, ne? Da ist man so ein bisschen eigen. Aber, was soll man sagen, ne? Ist man auch irgendwo ein bisschen selber schuld dran. So, dann kommen jetzt hier noch so ein paar Schaltmodule dran. Dann werde ich hier noch Klappen vorbauen, die Schaltmodule dann halt so ein bisschen, mehr oder weniger vor Regen schützen sollen. Finde ich aber schon ganz gut so, wie es ist. Hab da mit diesem milchigen Glas gearbeitet. Finde, das macht eigentlich einen super Effekt. Weil man dadurch halt auch dieses hellgraue hat. Und dann werde ich da noch so ein paar Henkel dran machen, so ein paar Hydraulikstangen, damit man das auch ganz gut erkennen kann. Dann diese Touchpanels, die man mittlerweile da dran hat, Knöpfe gibt es ja kaum noch. Na, und im Großen und Ganzen wüsste ich jetzt mittlerweile schon wieder nicht mehr, was ich erzählen soll. Kennt ihr ja von mir. Dementsprechend würde ich euch während des Speedbuilds erstmal wieder alleine lassen mit dem Video. Und dann würde ich mich nachher nochmal melden. Also, bis gleich.
Ja, dann gucken wir uns das jetzt hier alles nochmal an. Ich meine, so groß ist der Unterschied jetzt nicht. Haben jetzt hier halt nochmal so ein Haus drum gezogen, dann diesen Transformator hier vorgesetzt. Und so ein bisschen um die Szenerie gekümmert, indem wir hier nochmal so ein paar Bäume und so gepflanzt haben. Und ja, das war's eigentlich. Damit haben wir diesen Bereich mittlerweile fertig unterm Dom und können das nächste Mal oben auf dem Berg dann so ein bisschen anfangen zu arbeiten. Hier haben wir wieder einen ganz musikalischen Kollegen. Na, guck mal, der Kumpel, der findet das, glaube ich, nicht so cool, was er da gerade macht. Okay, kann man machen. Ja, diese Kletteranimationen, die sind leider ein bisschen. Das tut immer so ein bisschen im Auge weh, sich das anzugucken. Aber ja, ist leider so. Haben die Makaken hier auch noch so einen kleinen Obstkorb gekriegt, beziehungsweise so eine Obstplattform, damit das, ja, auf der Seite auch noch so ein bisschen was zu futtern gibt. Hier kommt der Tierpfleger ja leider nicht hin. Dementsprechend ja, gibt es halt so eine Fake-Futterplatte. Hier haben sie halt die richtige Futterplatte. Und ja. Ich meine, so im Innenbereich hier für die Makaken ist halt wirklich leider nicht viel los. Aber was soll man auch groß für die da bauen? Die haben da Klettermöglichkeiten, Schlafplätze. Damit sind sie zufrieden. Hier sieht man jetzt nochmal die Schlafboxen für die Ibexe, also die Steinböcke. Ich habe gesehen, die kommen sogar in die Zunenboxen rein. Die springen dann halt einfach über die Zäune drüber. Ja, ist auch jetzt nicht Sinn der Sache, aber ist auch ganz schön, wenn da dann selbst in den Zunenboxen mal die Tiere drin sind, weil das dann halt auch den Anschein hat, dass da welche von der Gruppe getrennt worden sind, wegen, weiß ich nicht, Quarantäne oder so. Oder vielleicht, weil eins ein Baby kriegt, wie auch immer. Muss man halt einfach mal so ein bisschen Fantasie haben. Fand ich aber richtig cool, dass auch die Zoom-Boxen halt benutzt werden. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn relativ wenig Baucontent drin war. Wie gesagt, der ist halt leider weg. Dann werden jetzt noch diese Cinematics hier kommen und ja, würde ich mich für meinen Teil auch schon wieder verabschieden. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich über ein Like und ein Abo sehr freuen. Schreibt gerne einen Kommentar, was ihr von dem Gebauten hier haltet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.